Abdelkratie. Hallöchen, ich grüße euch. Ich bin Abdelkarim, euer Abdelkrator. Ich freue mich sehr, dass ihr so viel Spaß mit der Abdelkratie habt. Und was einige von euch wahrscheinlich gar nicht wissen, die Abdelkratie war ja irgendwann komplett abgedreht, abgeschlossen, eingepackt, eingeschlossen. Und wir hatten ganz viel Vorfreude. Die Veröffentlichung sollte nämlich am 23. Mai starten, am Tag des Grundgesetzes. Und dann kam Corona. Und auf einmal wurde unser Abdelkratie-Projekt sogar noch aktueller. Denn wir haben jetzt aktuell, seitdem wir das Grundgesetz haben, noch nie so massive Grundrechtseinschränkungen gehabt wie jetzt. Fragen, die wir uns vorher schon gestellt haben, wurden noch wichtiger. Neue Fragen kamen dazu. Und aus diesem Grund haben wir neben den 10 Abdelkratie-Folgen ab heute 10 weitere Folgen, in denen ich mit Expertinnen und Experten über das jeweilige Thema sprechen werde. Unser erstes Thema ist heute die Demokratie in Zeiten von Corona. Wir wissen ja dank der Abdelkratie mittlerweile, die Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, in der Interessen ausbalanciert und Kompromisse gefunden werden müssen. Demokratie heißt auch die Teilhabe aller, aber die entscheidende Frage, funktioniert die Demokratie auch in Zeiten von Corona? Dazu spreche ich mit einer Expertin, Frau Grit Straßenberger. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Bonn. Hallo, Frau Straßenberger. Hallo. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie Zeit haben, mitzumachen. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an. Frau Straßenberger, leben wir denn aktuell in einer Demokratie oder werden wir von einem Merkel-Regime regiert, was man ja mittlerweile schon oft hört? Die in der Corona-Krise beschlossenen Einschränkungen der Freiheitsrechte sind massiv, also ganz fraglos massiv, und sie gehen auch hart an die Grenzen des demokratischen Rechtsstaates. Aber sie gehen meines Erachtens nicht darüber hinaus. Was wir aber derzeit beobachten können, ist, dass die Macht der Regierung und damit auch die Macht der Bundeskanzlerin Angela Merkel steigt. Das ist aber gewissermaßen fast die Normalität in dieser außergewöhnlichen Situation, weil in Notsituationen und in Krisenzeiten die Macht der Regierung sehr groß ist. Der Staat muss, und das ist das, was die Bürgerinnen auch von ihrem Staat erwarten, der Staat muss die Sicherheit der Bürger gewährleisten, er muss ihren Schutz absichern können. Und deshalb ist in solchen Krisenzeiten der Staat in der Verkörperung auch der Regierung und in dem Fall der Kanzlerin sehr, sehr stark und sehr, sehr mächtig. Man kann diese Politik auch als Merkel-Regime bezeichnen. Das ist aus meiner Sicht ganz klar gedeckt durch das Recht auf Meinungsfreiheit. Und haben wir auch eine gute Nachricht oder Beweise dafür, dass trotz massiver Grundrechtseinschränkungen unsere Demokratie funktioniert? Zunächst mal ist es so, dass für demokratische Gesellschaften diese Abwägung zwischen dem hohen Gut der Freiheit und dem hohen Gut des Lebensschutzes den größtmöglichen Konflikt darstellt. Die Freiheitsrechte wurden aber nicht willkürlich eingeschränkt, sondern sie wurden auf der Grundlage von Gesetzen eingeschränkt. Vor allem aber, und das ist ganz wichtig, sind die Corona-bedingten Einschränkungen und Entscheidungen nicht alternativlos. Das heißt, es müssen immer Gründe angegeben werden, warum man zu diesen Abwägungen, zu diesen Entscheidungen gekommen ist. Und diese Abwägung, die Kriterien für diese Abwägung müssen öffentlich sichtbar gemacht werden. Und sie wurden auch öffentlich sichtbar gemacht. Das und die Tatsache, dass nach wie vor wir eine starke parlamentarische Opposition haben, die ihre Kontrollfunktion wahrnimmt. Und die Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger nach wie vor relativ stark die Entscheidungen der Regierung unterstützen. Und die Tatsache, dass wir dennoch einen kritischen Diskurs haben darüber, ob die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, tatsächlich verhältnismäßig sind oder ob sie es noch sind. Das alles zeigt, dass in dieser Ausnahmesituation die deutsche Demokratie relativ gut funktioniert hat. Kann denn aktuell jeder zurzeit ohne Einschränkungen an der Demokratie teilhaben? Das kann nicht jeder zurzeit in dem Maße, wie das noch vor 5 Monaten der Fall war. Einfach weil das zentrale demokratische Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt ist. Aber alle Bürger können gegen die Corona-Regeln klagen, also ihr Recht, sozusagen ihr juristisches Recht auf Klage geltend machen. Und alle Bürger können ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Skepsis gerade jetzt aktuell extrem krass ist. Woran kann das liegen?
Das hat zum einen natürlich mit der krassen Situation zu tun und mit den Einschränkungen, zum anderen aber auch damit, dass der Blick ja nicht nur auf Deutschland gerichtet ist, sondern auch auf andere Staaten und Länder und geschaut wird, wie dort umgegangen wird mit der Krise. Und mein Eindruck ist, dass hin und wieder Stimmen laut werden, dass autokratische Regime mit Krisen besser umgehen können als demokratische Ordnungen. Ich glaube allerdings nicht, dass vor die Entscheidung gestellt, ob die Menschen lieber in der Corona-Zeit in China oder in der Bundesrepublik Deutschland leben wollen, sich tatsächlich so viele Bundesbürger für China entscheiden würden. Nicht wenige sorgen sich ja aktuell, dass Corona auch ausgenutzt wird, um die Demokratie durch die Hintertür nachhaltig zu verändern, und zwar im Negativen. Meinetwegen Datenschutz als Beispiel, die berüchtigte Corona-App oder dass die Regierung durch ein Gesetz stärkere Befugnisse bekommt, um auch mal ohne Parlament Sachen und Entscheidungen durchzuziehen. Ist die Gefahr berechtigt oder können Sie uns jetzt hier alle beruhigen und sagen, hey, keine Panik, alle geltenden Einschränkungen werden nach Corona wieder zurückgenommen? Ich kann Sie leider nicht beruhigen, sondern ich würde sehr stark dafür plädieren, dass wir immer aufmerksam sein müssen und immer wieder kritisch prüfen müssen, ob die rechtsstaatlichen und demokratischen Grundprinzipien, auf denen unsere Demokratie aufbaut, auch weiterhin gelten. Ausnahmesituationen wie die Corona-Krise sind Zumutung für die Demokratie, weil einfach die Angst sehr groß ist und der Wunsch nach Sicherheit sehr stark. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Beruf auf die Sicherheit individuelle Freiheitsrechte und politische Freiheitsrechte beschädigt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine parlamentarische Opposition haben, dass wir kritische Medien haben, dass wir Gerichte haben, die die Handlungen kontrollieren und die Entscheidungen der Regierung, und dass wir eine aktive Zivilgesellschaft haben. Alle zusammen sind so etwas wie die Hüter der Demokratie. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Das ist ein perfektes Schlusswort. Frau Straßenberger, ich bedanke mich für die Zeit und für die Antworten vor allem und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke sehr. Tschüssi.